Du kennst bestimmt auch dieses Zitat von Matisse: Kreativität braucht Mut. Kreativität braucht Mut. Es braucht Mut, überhaupt auf der Bildfläche zu erscheinen, das heißt einfach anzufangen und irgendetwas zu machen, ohne zu wissen, was dabei rauskommt und ohne eine Garantie zu haben, dass es zum Erfolg führt. Das ist immer mutig. Also wenn du malst, bist du ein mutiger Mensch. Und wenn dein Bild schon weiter fortgeschritten ist und du schon viel gemalt hast und dann so gegen so eine Mauer kommst und sagst, ich weiß nicht, wie es weitergeht, dann braucht es noch mal mehr Mut, dort weiterzumachen. In diesem Video möchte ich dir gerne ein paar, nein, Techniken sind es eigentlich nicht, also ein paar mutige Schritte zeigen, die du tun kannst, wenn dein Bild an einer Mauer ist, wenn du nicht weiterkommst. Und wenn es einen mutigen neuen Schritt braucht. Wenn das Bild schon weit fortgeschritten ist, das heißt, wenn du schon viele Stunden gemalt hast, wenn du viele Details gemalt hast, wenn du viel Arbeit investiert hast, dann nochmal eine große Spur zu machen, einen großen Pinselstrich, einen mutigen Eingriff in dein Bild, das braucht Mut. Heute wollen wir einfach ein paar mutige Spuren machen und einfach wieder Frische in das Bild reinbringen. Diese Arbeiten sind mit Ölfarbe und Kaltwachs auf Papier gemalt. Die liegen schon eine ganze Weile und ich bin nicht mit ihnen zufrieden. Jetzt möchte ich dir gerne vier verschiedene Handgriffe zeigen oder Malbewegungen zeigen, mit denen du Bilder aktivieren kannst, bei denen du irgendwie an eine Wand gekommen bist, das heißt an eine Mauer oder an eine Stagnation, kann man sagen. Und der erste Tipp, den ich habe, ist, mache etwas Buntes. Gerade wenn du ein Bild hast wie dieses, was sehr viel aus erdigen, warmen Zwischentönen besteht, könntest du jetzt hier als allererstes etwas Buntes machen. Du kannst natürlich eine ganz andere Farbe wählen, wenn dir danach ist, aber ich habe jetzt erstmal die Farbe aufgegriffen, die ich sowieso hier schon habe, nämlich diese Gelbtöne, und ich werde jetzt einfach mal etwas von diesem bunten Ton auftragen und damit das Bild aktivieren. Also du siehst, sobald ich die Farbe auftrage, gibt es wie einen Ruck nach vorne. Ja, es ist wie so ein Aufatmen. Und nach diesem Gefühl, nach diesem Eindruck, solltest du Ausschau halten. Denn immer wenn du etwas machst, was frisch und neu und mutig ist, dann hast du immer ein Gefühl von Wachheit und von einer gewissen Aufregung und zum Wohlbefinden. Das ist Schritt Nummer eins, bunt. Jetzt kann ich das Ganze, das Gleiche, diesen gleichen Schritt, diese gleiche Malbewegung bei den anderen Bildern auch einmal anwenden. Einfach weil es so schön war. Als nächste Intervention auf diesen Bildern, die ich nach vorne bringen will, ist der Tipp: Mach etwas Schnelles. Mach eine schnelle, unkontrollierte Geste. Kaltwachs und Ölfarbe eignet sich nicht so gut für gestisches Malen, weil die Farbe ist ja sehr dick und erinnert eher an eine Spachtelmasse. Deswegen nehme ich da etwas anderes. Also ich nehme entweder meine Oilsticks oder ich nehme auch einfach Kohle oder andere Stifte, mit denen ich schnell skribbeln kann. Auf halbwegs trockener Ölfarbe eignet sich auch gut der Woody. Das ist eine Art wachshaltiger Stift, der sich gut mit Ölfarbe verbinden lässt. Auf der ganz nassen Farbe kann ich natürlich jetzt nicht malen, aber ich mache jetzt einfach mal eine energische Geste und ich weiß nicht, was dabei rauskommt.
das braucht auch Mut. Nicht kleine Sachen, also sowas hier, das braucht keinen Mut, aber wenn ich über das Ganze drüber gehe, das braucht Mut. Zugegebenermaßen war diese Geste jetzt eine große, langsame Geste und nicht eine große, schnelle Geste. Das heißt, ich könnte jetzt mit dem Woody nochmal etwas Schnelles machen, um den Mut dieser Schnelligkeit einfach mal zu demonstrieren. Du siehst, die Energie einer schnellen Geste ist unübertroffen. Eine langsame, große Geste ist auch schön, aber eine schnelle Geste bringt sehr viel Dynamik in ein Bild. Mit dieser großen, langsamen Geste habe ich auch den Tipp Nummer 3 eigentlich schon erfasst, und zwar mache etwas Großes. Diese große Linie, die hier drumherum geht, das ist etwas ganz Großes, was im Gegensatz steht zu diesen vielen kleinen Texturen und Einzelheiten, die ich hier in dem Bild habe. Und dann habe ich noch Schritt 4 oder sagen wir mal Tipp 4, das ist, decke etwas ab, um es wieder frei zu graben. Also wir decken etwas ab und dann beginnen wir, das wieder freizulegen. Mit diesen 4 großzügigen Gesten habe ich jetzt mein Bild nach vorne gebracht. Es ist noch nicht gelöst, das heißt, es ist noch nicht vollendet, aber ich habe auf jeden Fall diese Stagnation überwunden. Ich habe einmal etwas Buntes gemacht, etwas Leuchtendes, dann habe ich etwas Schnelles gemacht mit einer schnellen, unkontrollierten Geste, dann habe ich etwas Großes gemacht und zum Schluss habe ich noch etwas abgedeckt und wieder was freigekratzt. Also ich habe bewusst Stellen im Bild überdeckt, um sie dann wieder freizusetzen. Es ist klar, den größten Mut braucht es, wenn das Bild fast fertig ist. Und wenn du merkst, da fehlt noch ein ganz kleines bisschen, dann ist das Risiko am größten. Denn Mut und Risiko gehören eben auch zusammen. Wenn kein Risiko da ist, dann ist es auch nicht wirklich mutig. Die Bilder, die ich dir jetzt gezeigt habe, die waren eigentlich nicht wirklich mutig, weil es waren eigentlich alles irgendwelche Restebilder, irgendwelche Versuche. Das waren nicht große Bilder, die irgendwie kurz vor einer Ausstellung stehen und wo ich denke, boah, da muss noch mal was passieren. Aber ich wollte dir einfach kurz zeigen, welche Bewegung du machen kannst und welche Akzente du setzen kannst und was wirklich mutig ist, wenn du ein Bild noch mal weiterbringen willst. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Abonniere bitte meinen Kanal. Und wenn du mehr erfahren möchtest über meine Arbeit als Coach und als Trainerin, dann guck einfach unter das Video in die Beschreibung. Da erfährst du meine Workshops und meine Online-Programme. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald.